So, und jetzt kommen wir vom Robert Moosbrugger zum Simon Moosbrugger und dem Johannes Nixsch. Ich darf euch zu mir bitten. Und weil wir vorher gerade vom Bregenzer Wald geredet haben, das Servus. sind auch Wälder, genau. Jetzt gibt es ja diese Gerüchte, im Bregenzer Wald sind in Wahrheit alle irgendwie miteinander verwandt und zu allermindestens kennen sich alle. Hier ist das lebende Beispiel, dass es nicht so ist, weil die beiden und der Dritte im Bunde, der heute leider fehlt, der Pius Kaufmann, die wohnen in Schnepfau oder kommen aus Schnepfau, Schwarzenberg und Bezau, also erreichbare Distanzen durchaus, ähnliches Alter, aber haben sich tatsächlich erst in Wien kennengelernt. Tada! Und erzähl es mal kurz, wie das war. Also, du hast irgendwie Atelier, Studentenatelier oder so? Ja, meistens ist es ein bisschen geselliger, wenn man irgendeinen Anlass dazu hat, Fest. Von denen gibt es in Wien ziemlich viel. Und da bin ich dann irgendwie auf Bios gestoßen. Und der Rest war ja Philosophie, 3 gefühlte 4 Stunden oder so, haben wir darüber geredet. Er ist Tischler, ich habe gerade Architektur studiert, was könnte man machen? Und Johannes war da irgendwo auch noch hinten. Und ja, so An haben der wir uns gefunden. Theke. Ja. Genau. Das ist die Geschichte von Monika und alles Weitere erfahren wir jetzt, glaube ich, am besten für euch direkt. Gut. Also Monika, zufälligerweise der Name von meiner Mama. Eigentlich sind es aber die Initialien, also die ersten 2 Buchstaben von unserem Nachnamen, Moosbrugger Nixsch Kaufmann. Die Idee ist, dass eigentlich jeder seinen Aufgabenbereich abdeckt. Also dass man irgendwie versucht, Design, Handwerk und Architektur zu vereinen, unter einem Dach, dass irgendwie auch im Gegenzug die Kundschaft einen Ansprechpartner hat. Und wir versuchen das einfach gemeinsam umzusetzen. Also es geht für Entwürfen, für sämtliche Maßstäbe eigentlich, was Möbelbau und Innenausbau angeht, versuchen wir umzusetzen mit dem Wissen, dass man halt zu dritt haben. Und ja, ich habe Architektur studiert. Der Johannes ist im Design tätig und der Pius ist Tischler. Genau. Wie schon erwähnt, also zusammengekommen sind wir dann halt in Wien. Ja, über kleinere Projekte sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich unsere Fähigkeiten, dass wir uns recht gut ergänzen. Dass jeder jetzt kann, es braucht einen Spitzenzieher. Wie gesagt, also Monika macht also Möbel und Innenausbau. Wir haben einen relativ hohen qualitativen Anspruch, also zum einen vom Handwerklichen her, also wir sind 2 Tischler, also zum der Pius und eben auch gelernt der Schreiner. Und hast du da eine Folie geändert? Ja, da geht es halt ein bisschen darum, dass man sich zuerst überlegt, bevor man etwas baut. Bevor man redet, sollte man so überlegen, gell? Nee, Staubleber, wenn ich also zum einen bin Qualität und man könnte sagen, der gemeinsame Nenner von Monika ist Material und das ist Massivholz. Also mehr hinter Schreiner, ja, immer, wie sieht man, ich habe viel Dreck gefräsen müssen und ja, mit Massivholz schaffe ich es einfach schön und nicht bloß das, es ist da einfach ein tolles Material zum Möbel machen und es ist einfach auch ein Material, das lang hält und einfach viele Vorteile hat, einfach weil es. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Ja, wir sind hier im Wiener Raum tätig, es geht so darum, zum Erklären, wie man dann Folien gesehen hat, die gekommen sind.
geht es halt darum, Holz zum Verwenden, dass es eine Region ist. Das bedeutet im Wiener Raum nicht unbedingt Holz von Vorarlberg zum Importieren, sondern eher halt, dass man schaut, Niederösterreich, Ungarn, Slowakei, in der Gegend Holz hat, dass man in gewisser Weise den Anspruch hat, zum Versen, von wo das Holz kommt, zum Diensten noch so weiter verarbeiten, wie er sieht, dazu kommt auch, dass wir eigentlich vom kleinsten Detail, das wir machen, möglich die gleiche Freude haben, wie zum ganzen Raum ausgestalten, Einzelmöbel machen, Serienmöbel machen, Einbaumöbel machen, vom Gitarreständer bis zu einem Schrank für irgendeinen Doktor im Berchtelsdorf oder so. Und dass man einfach eine Freude dahin, zum mit Holz zu arbeiten, in allen Maßstäben. Und das ist schon gut, weil wir mögen uns eigentlich nicht auf eine Sache spezialisieren, sondern sind eigentlich der Reiz drin, zu möglichst viel machen. Und unser eigener Chef, Pius, ist extrem unzufrieden gewesen, zu werden als Tischler zum Arbeiten, weil alle bloß Spanplatten versägert und irgendwelches anderes Klump. Entschuldigung. Und darum haben wir gesagt, wir tun es selber auch. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich nicht gerne Chef sind, weil meine Chefs sind da im Publikum. Aber was so, glaube ich, besonders ist und für unser Engagement ein bisschen spricht, ist, dass wir zum Kundschaft alle zu zweit gehen. Also das ist einfach jetzt der Pius und ich. Dann können wir im ersten Gespräch schon extrem viel abdecken, was materialtechnische Fragen angeht, was räumliche Frage angeht, überhaupt wie man etwas angeht und so, das ist man zu zweit relativ schlagkräftig. Ich glaube, wenn man zu dreien kommen würde, wäre es eher schon fast eine Belagerung. Darum haben wir gesagt, ja, das probiert Pius und ich. Ja, aber da sind jetzt ein paar Beispielbilder von Sachen, die wir machen. Also es ist im privaten Bereich sowohl wie auch im öffentlichen, das ist ein Schauraum für ein Accessoiregeschäft in der Burggasse im 7. Bezirk in Wien. Das ist auch im 7. Im 7. ist ziemlich viel hipper Scheiß am Laufen. Es geht so darum, um den ganzen Raum alle zu sehen, zum schauen, wo kann man einzelne Interventionen machen, wo es Sinn macht, die aus dem Raum raus entsteht, aus dem Raum Fluss, wie und Leute. Also gerade bei einem Restaurant ist es wichtig, dass man halt auch schaut, was passiert rundum. Es gibt viele Reste, wenn man Möbel macht. Aus den Resten machen wir da unseren beliebten Schuhlöffel, Pius. Das ist Pius seine Idee. Wir gehen das Projekt alle den Namen von der Kundschaft, oder die uns den ersten Kontakt quasi mit uns hergestellt hat, einfach auch zum zeigen, dass jetzt Projekt ein einzelnes Projekt ist für die Person oder für das Geschäft. Und zum zeigen, dass man sich jedes Projekt im Prinzip wirklich einzeln eindenken, neu eindenken. Und mit der guten Planung und langen Planung und dem Kollektiv, wo wir hinter dem kollektiven Wissen, das wir hinter das auch entsprechend, also dass wir garantieren können, dass es so lange hält, dass sich der erhöhte Aufwand zugegeben orientiert, über das Zeug hält halt einfach 100 Jahre. Ja, das ist die letzte Folie von uns am Tisch. Mike, da sind ein Bild von Pius. Wir denken alle an. Und ja, vielleicht sehen wir da noch einen anderen nachher bei einem Getränk. Danke.